Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Generations. Heute geht's rein, Tag 2 Rallye Kroatien. Aber bevor ich hier noch reingehe in die Rallye, wollte ich nochmal schnell was ändern, und zwar Spieleinstellungen. Ich wollte die Geschwindigkeitsmessung umstellen, weil die ganze Zeit ist es ja auf Räder. Und jetzt will ich auf Auto, das heißt, ja, die normale GPS-Zeit, die angezeigt wird. Zeigt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs gemäß der Rotationsgeschwindigkeit der Fahrzeugräder empfohlen oder die lineare Fahrzeuggeschwindigkeit. Aber warum ist es empfohlen? Okay, wenn es es ist empfohlen. Dann lass ich lieber das Empfohlene. Oh jemine, was machen wir hier? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht wirklich gar nicht gut aus. Getriebe braucht kein Mensch. Ah, Motor ist halt ein bisschen schlecht. Ja, das will ich auswechseln, obwohl es mir viel Zeit kostet. Karosserie, Lenkung kann ich runterstufen auf 90. Aber Motor, ja gut. Gehe nochmal ein bisschen mit der Lenkung weg. Heieiei, okay, jetzt muss ich aufpassen und wir fahren jetzt drei Stages. Oh Gott, wir brauchen Regenreifen. Wir brauchen Regenreifen. Das Gute ist, die Regenstages sind nicht die längsten. Das sind meine vier, die ich habe. Es muss wieder gehaushaltet werden. Aber ich will auch nochmal Trockenreifen mitnehmen. Yep. Das sollte es sein. Und wir gehen rein. Ja, yep, das sollte passen. So, und die Regenreifen mit dem geringsten Verschleiß, die nehme ich jetzt schon hart ran. Obwohl, ne, guten auf die Hinterachse. Und dann hoffen und beten, dass es gut wird. 5, 4. Und jetzt ein bisschen vorsichtiger fahren. Braucht die Reifen noch, wie gesagt, für zwei Regenstages. 50, links 5 schneiden, in rechts 5 lang, macht zu. Und links 5 macht zu 100, in rechts 4 Verengung 100. Links 4, 30. Rechts 4, innen, Abgrund. Und rechts 5. In links 4 macht zu und rechts 4 macht auf Verengung. Links 4 in rechts 4 macht zu. In links 3 lang und rechts 3 kurz, 80. Oh Gott. Oh, das ist der angenehme Graben. Achtung, scharf bremsen, Haarnadel links schneiden, 30. Rechts 5 und E-Power. Zu, nicht schneiden. Die hilft mir raus zu beschleunigen. Links 4 macht auf lang 30. Links 5 kurz, in rechts 6 kurz. Und rechts 4 nicht schneiden. Bisschen weit in. Links 4 kurz, in rechts 5 kurz. Und rechts 4 in links voll. Links 3 50. Rechts 5 lang, macht zu, in links 4 kurz. Und links rechts 6, in rechts 5 kurz. Links 5 kurz, 200. Übrigens, ich habe mir Gedanken gemacht wegen der Achsübersetzung. Weil zumindest das könnte ich ja ab und zu mal anpassen. Oh, Aufhängung ist einfach random kaputt gegangen. Rechts 5 schneiden. Aber dann denke ich mir immer, ich habe mich jetzt so eingegroovt auf die, so auf die Schaltung mit, bei welcher Geschwindigkeit, bei welcher Kurvenangabe muss ich in welchem Gang sein, dass mir dann eine andere Achsübersetzung viel von meinem Muscle Memory kaputt machen würde. Rechts 3 über Kuppe. Links 3 nicht schneiden, in rechts 4 Verengung. Und links 5 scharf bremsen, in links 2 kurz. Rechts voll schneiden, in links 4 nicht schneiden. Und scharf rechts 30. Scharf rechts leicht schneiden, Verengung in rechts 300. Ein bisschen zu früh eingelenkt. Achtung, Verengung 100.
Achtung, scharf bremsen, rechts 3 leicht schneiden, in links 4 kurz schneiden, 30 und links 2 kurz schneiden, 100. Achtung, links rechts 2 in rechts voll und links 2 leicht schneiden, Verengung in rechts 2 nicht schneiden. Achtung, scharf links breiter 80. Upsi. Links voll in rechts 5 lang, mach zu. Come on, E-Power. Wo E-Power? Und links 6. Über Kuppe mittig halten, 50. Rechts 5. Und rechts 5 sehr lang. Links 6 im Sprung. Oh Gott, Nesca-Kurve. Diesmal die Außenlinie. Rechts 5 leicht schneiden, in links 5 mach zu. Und rechts 6 nicht schneiden, in links 5 leicht schneiden. Und bei den Straßen freue ich mich wirklich schon auf die Belgen Rally. Weil die wirklich immer die besten Stages. Macht zu in rechts 4, Verengung 100. Links 5, kurz 50. Links 4, innen halten, rechts 5, in links 5, kurz 100. Über Kuppe, uneben. Rechts 5 kurz leicht schneiden, Haus innen und rechts 5. Links 6 macht zu in rechts 5 kurz leicht schneiden. Links 5 kurz in rechts 6 und ziehe. Ja, das war eine sehr, sehr schöne Stage. Ich habe einfach nur gerade ein bisschen Angst. Nee, das ist doof. Ich hab schon ein bisschen Angst, dass die Reifen ein bisschen sehr viel gequält wurden, die ihrigen Reifen. Aber 5 Sekunden, wir sind wieder Erster. Oh Mann ey, der Neuville. Der hat Bock. Yeah. Und jetzt heißt es, im Gewitterchaos mit 100% Regenreifen glänzen. Yeah. Ja, schon sehr abgenutzt. Oh no. Aber, naja. Da vielleicht auch ein bisschen zu wenig Regenreifen mitgenommen. Aber besser zu wenig als zu viel, weil die Mehrzahl ist halt immer noch trockene Etappen. Von daher alles cool. 5, 4, 3, 2, 1, los! Rechts 6 leicht schneiden, macht zu 5 in links 5 innen halten, rechts 5 innen halten, 150. Achtung, links 5 kurz in links 6 kurz 50. Rechts 5 kurz 50. Links 5 kurz und links 5, 150. Achtung, rechts 3 mittel, 80. Oh, das ist ein Fels. Huch. Über Kuppe links 5. Habe ich Glück gehabt. Und links 3. In der WRC2-Karriere wäre ich da voll gegen gerasselt. Zu 50. Naja, dafür habe ich hier noch immer noch den. Das Bäumchen, na komm, Auto. Na komm, nee, das wird nix. Fuck. Links 3, 30. 13 Sekunden, das ist hart. Über Brücke rechts 3, mittelbreiter 100. A viel Wheelspin. Rechts 5, kurz, in links 6, mach zu. In rechts 5, kurz, in links 400. Über Kuppe, Verengung, links 4 lang, bremsen, in rechts 3, Verengung. Volltap. Oh, yes. Und links 5, bremsen, 100. Achtung, links 3, scharf bremsen, Abzweig, 300. Nee, es dreht sich wieder weg. Abrutschen. Oh, der Safe. Ach du Jemini, sequentielle Kupplung. Hallo, guten Tag. Links 4, innen halten, 50. Rechts 4 macht zu 30. Ich habe wirklich Regenreifen drauf? Das kommt mir echt nicht so vor. 100. Verengung rechts halten und rechts 5. In links 5 macht zu Baum innen. In rechts links 6, in rechts 5 innen halten, links 4 kurz 50. Rechts 4 kurz 80. Rechts 3 lang, breiter. Oh, Jemini.
an. In rechts 5, in links 5 kurz. Und links 6. Wahrscheinlich mehr als die Hälfte geschafft von der Stage. In rechts 6 kurz und links 5. In rechts 5, 80. Wollte. Optimistisch. Das war vielleicht sogar schneller als. Naja, richtig runter zu bremsen. Scharf bremsen, Abzweig rechts 1 schneiden und rechts voll schneiden 50. Ich rutsche wieder komplett woanders hin. Rechts 5 schneiden, in links 5 lang, macht zu. Und rechts links 5 bremsen, in rechts 3 30. Rechts 3 leicht schneiden 30. What up? Rechts 5 in links 4 schneiden, in rechts 6 kurz und rechts 4 30. Links 2 schneiden, in rechts 4 leicht schneiden. Guter Bounce, fast guter Bounce. Rechts 5 leicht schneiden. Und rechts 5 leicht schneiden. Ah, hier habe ich ordentlich verloren auf der Stage. Aber ich habe auch weniger Motorleistung gerade, vom Sound her. Eieiei, das tut weh. Ah, 16 Sekunden. Aber es ist ja noch genügend Zeit, um es wieder gut zu machen. Wir haben jetzt nochmal Regen, aber danach ist es, bis auf einmal nochmal Regen, ist es dann konstant trocken. Und naja, im Trockenen bin ich halt am Start. Und hier fahren wir in der Nacht. Das müsste ich doch eigentlich auch noch hinkriegen. Haben die Reifen aber noch Lust? Ach du Jemine, ach du Jemine. Die Reifen sind gebumst. 5, 4, Modam Gaming, hallo. 2, 1, wir sind unterwegs. 30, links voll, innen halten, rechts 5 schneiden. Und links 3 macht zu, in rechts 5 macht zu, links 3. Und rechts 2 macht auf. In links 2,30. Oh, mir fehlt ein bisschen Drehzahl. Achtung, rechts 3 nicht schneiden, in links 4. In rechts 3. Und links 2 kurz. In rechts 5 und links 5 bremsen. Rechts 4 macht zu, fällt innen, in links 5,30. Links 2. Rechts 5 bremsen, Mauer außen, macht zu, 4, Mittel, 80. Achtung, bremsen, Haarnadel rechts, oh! In rechts 3, macht zu, 150. Für die Fans. Oh, da hab ich die Kurve besser hinbekommen. Achtung, links 2 lang, macht zu, Überbrücke, in rechts voll, 80. Ja, die Reifen sind wirklich hardcore angebumst. Achtung, rechts 1 nicht schneiden, in rechts voll. In links 5 macht zu, scharf schneiden. In rechts 5 und links 4 schneiden, 30. Rechts 3 kurz, 80. Rechts 4 kurz, in links 5. In rechts 6 und links 5 innen halten, rechts 4. In links 5 und rechts 6, in links 6 bremsen, 20, scharf links schneiden, 100. Links voll, in rechts voll, 150. Yay! Rechts voll und rechts 5 kurz, Überkuppe. Wie wäre ich hier mit guten Reifen gefahren? Bremsen, scharf links schneiden, 50. Rechts 5 schneiden, in links 5 macht zu. Rechts 5 leicht schneiden, in links 5 mittel, macht zu. Oh, rechts 4 innen halten, links Alarm. Leicht schneiden. Und rechts 4 leicht schneiden, in links 3 leicht schneiden. Achtung, bremsen, rechts links 2. Achtung, rechts 6 Unterbrücke, macht auf lang. Und links 5 in rechts 5 schneiden. Und links 5 in rechts 6. Oh mein Gott, das war doof. Und links 5 in das rechts war richtig doof. Da war ich richtig braindead. Rechts voll, macht zu 5 kurz. In
Links 5 kurz und rechts 4 kurz innen. Kurz mal. Links 400. Ich mir das Spiel nicht mehr ganz so ernst genommen. Oh. Oh. Oh no. Come on, ich war doch so gut dabei. Ah, Schmerzen. Rechts 3 Mittel. Ich will es mir aber auch wirklich kurz. Jedes Mal aufs Neue verbauen. Links 5. Die Reifen sind halt wirklich Mus. Rechts 5 Verengung bremsen. Ich kann leider noch nichts auf die Reifen schieben. Achtung, scharf bremsen, links. Kommt vielleicht noch. 150. Rechts 4 Mittel macht zu in links 5. Rechts 3 macht auf. Rechts 3 innenhalten, links 5 kurz. Und links 4 innenhalten, rechts 5 Mittel macht zu 4. Links 5 macht zu. In rechts 5 bremsen, in links 5 nicht schneiden. Haarnadel rechts Verengung, in Haarnadel links 200. Oh, hier ist eine Leitplanke. Das ist frech. Ah, Mann, oh Mann. Obwohl, erster wird jetzt richtig hart werden. Links voll ins Ziel. Das war leider nicht so gut. Der Regen und die Reifen haben mich gekillt. In Kroatien. Alter Vater. Oh, der Abstand ist jetzt richtig brobdenagisch. Oh, fast 40 Sekunden. Aber immer noch Zweiter. Was ist denn mit Kalle Rufenpera los? Übrigens, Fun Fact, Kalle Rufenpera ist mit, glaube ich, mit 15 Jahren hatte er seinen ersten Rallye-Test für Toyota Gazoo Racing. Im WRC 1 Toyota. Mit 15 Jahren. Das ist richtig quer bescheuert. Vor allem, wenn ich überlege, was ich mit 15 Jahren gemacht habe. Ach du heilige Scheiße. Aber naja. By the way. Wir hatten jetzt zweimal Sturm, ne? Nee, in der zweiten Stage hatten wir Sturm. Wo war da der Sturm? Und da war auch ein Gewitterzeichen. Ich habe noch nicht mal ein Gewitter gesehen. Bei der zweiten Stage von 3 dachte ich, ja gut, die Gewitter ist erst in der dritten Stage. Deshalb dachte ich mir, ja gut, dann ne, kommen wir gleich ins Donnerwetter rein. Aber nee, das war es ja schon in der zweiten Stage. Gewitter stelle ich mir irgendwie ein bisschen anders vor. Just a little bit. Nun, wollen wir nochmal das Auto reparieren? Nee, das machen wir nächste Folge. Und sonst, es bleibt trocken. Es bleibt trocken. Aufholjagd, 40 Sekunden Aufholjagd. Also 40 für 4. Oh, das wird eine Challenge. Aber die rock ich, auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall reifensparsam, das heißt, ich hatte richtig losknattern. Aber erstmal knattern wir hier raus. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Pussy-Wertung da. Ich bin aber raus. Haut rein, bye bye, and have a great time. Bye, have a great time.